Ja, hallo zusammen. Uns hat es heute einen schönen Mittelrhein verschlagen, genauer gesagt nach Leutesdorf. Und wir haben hier so eine kleine Tour gebastelt und ihr kommt jetzt mal mit. Jo, jetzt kämpfen wir uns mal aus Leutesdorf raus. Wir gehen direkt mal hier die Weinberge hoch. Leutesdorf hat eine über 1000-jährige Tradition als Weindorf. Und hier haben wir eine Schlange. Das fängt ja schon super an. Kann man übrigens auch toll erkennen, warum das hier alles rheinisches Schiefergebirge heißt. Hier in Leutesdorf sieht man übrigens auch die Kirche St. Laurentius. Der Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert, also romanisch. Wenn man Glück hat, sprudelt gleich dann auch noch der Kaltwasser-Geysir bei Namendi gegenüber von Leutesdorf. Aber das geht so etwa alle 2 Stunden los, also ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es gleich passiert. Na, wenn wir Glück haben, geht der Geysir vielleicht doch gleich hoch, weil da hinten, hinter der Kirche St. Laurentius, da legt gerade das Expeditionsschiff an. Das kommt einigen wahrscheinlich sehr bekannt vor hier. Könnte vielleicht ein bisschen demotivierend sein. Jetzt müssen wir fast wieder auf Rheinniveau runter. Aber dafür kommen wir hoffentlich gleich auch in ein sehr schönes Bachtal, in dem wir dann wieder nach oben steigen. Hier beginnt jetzt der etwas abenteuerlichere Teil. Kein Rheinsteig mehr, kein offizieller Wanderweg. Und passend dazu wird das Wetter auch so ein bisschen instabil.
Ja, hier am Gesterbachtal kann man mal ermessen, wie steil hier diese Hänge sind. Das sind richtige Canyons mitunter. Tja, sind wir uns nicht so ganz einig, wie man dieses Hindernisrennen hier gewinnen kann. Ich versuche es über die Bachroute. Okay, ich gucke mal, ob man vielleicht doch über diese Stämme klettern kann. Das geht schon. Kleine Kletterpartie. Der Wandersocken her ist schneller, das sehe ich schon. Aber ich würde es auch schaffen. Das Risiko von selbst gebastelt gehört dazu. Meinen haben wir bald den höchsten Punkt erreicht. So, haben wir die Wildnis verlassen. Ja, und nach dieser ganzen Wildnis tut so ein langweiliger Forstweg auch mal ganz gut. Tja, hier war eingezeichnet, dass hier irgendwo der Limesturm Nummer 18 gestanden hat. Sind wir extra nochmal zurückgegangen, um den zu suchen. Mal sehen, ob man auch nur einen kleinen Rest davon findet. Ja, hier. Gut, ich meine, ein Rest ist es nicht, aber okay. Ein Beleg. Standort gefunden. Ja, hier kann man offenbar den Verlauf des Limes noch ganz gut erkennen, weil hier ist so ein Graben und dann ist ein Wall und dahinter ist wieder ein Graben. Und das geht hier immer so neben diesem Weg her. Das heißt, wir werden jetzt Germanen und da drüben werden die Römer. Tja, jetzt kommt immer mehr die Sonne raus, ganz gegen den Wetterbericht, der uns da mal wieder viel Schlechteres vorgegaukelt hat heute. Aber das begrüßen wir doch gerne. Und bald wartet auch eine ganz besondere Einkehrmöglichkeit auf uns, auf die ich mich schon freue. So, das ist ja schon auch irgendwie lustig. Wir waren die ganze Zeit über alleine unterwegs und jetzt sind wir im Dunstkreis der Brombeerschenke, wo wir einkehren wollen, und auf einmal gibt es hier eine Völkerwanderung. Lämmerstreusel, natürlich aus Brombeer. Und hier sind die Brombeerplantagen der Brombeerschenke.
Wir nähern uns wieder Leutesdorf. Ja, man hört die Straße wahrscheinlich im Hintergrund. Aber da drängt sich doch die Frage auf, wie viel Socken hat die Tour heute verdient? Ja, war super, oder? Ja, war echt schön. Also auch tolles Wetter, viel besser als erwartet. Jetzt kommen natürlich die Tropfen runter, aber jetzt sind sie uns auch ziemlich egal. Schöne Tour. Wir waren öfter auch mal auf dem Rheinsteig. Ja, nicht öfter, aber immer mal wieder. Und hatten aber auch ein paar wilde Passagen dabei heute, ne? Ja, war sehr unterschiedlich irgendwie. Teilweise sehr wild und auch ein bisschen abenteuerlich. Teilweise abenteuerlich und markiert und teilweise auch für Menschen mit weniger bergsteigerischer Fähigkeit geeignet. Ja, und zum Glück kam auch die Kultur, vor allem die Kuchenkultur, nicht zu kurz in Form der Brombeerschenke. Und dann hat man noch das Glück mit dem Kaltwasser-Geysir. Das macht dann vielleicht im Endeffekt 8,5 Wandersocken, oder? Ja, wenn man auch noch den Limes mit bedenkt, den man sich zwar eher so ein bisschen denken musste. Braucht man Fantasie für, ja. Aber 8,5 ist okay.